Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Miggy the Gaming. Für die, die mich nicht kennen, ich bin ein Let's Player. Für euch der Tutorialmacher, der Ulf. Wie installiere ich bzw. wie fahre ich die Ulf auf der Version 5.1 von Gladbeck? Ja, wie ihr seht, sind wir gerade, vielleicht erkennen das gerade einige von euch wieder, in einem Bus des Mercedes-Benz O530. Solo-Variante von Gladbeck. Was hier der Special ist, ist der LCD-Bildschirm in der Mitte. Und wie man den installiert, findet ihr in einem meiner vorigen Videos, Tutorial zum Bildschirm im O530G. Ja, aber heute kümmern wir uns nicht darum, wir kümmern uns heute nämlich um die sogenannte Ulf. Die Ulf ist eine Straßenbahn, die in Wien fährt, aber seit der Version 5.1 vor 4 Monaten, glaube ich, auch kam die raus, auch in Gladbeck. Und damit möchte ich euch heute zeigen, wie fahre ich bzw. wie spawne ich die Ulf und betätige sie. Ganz einfach. Ihr spawnt am Gelsenkirchener Betriebshof und braucht eigentlich gar nicht so weit fahren. Ihr fahrt hier hin und dann wundert ihr euch denn schon die ganze Zeit, warum soll ich denn jetzt nach da ganz hinten rausfahren und suche den Spawnpunkt, wenn ich es ganz einfach machen kann. Und zwar haltet ihr hier schon an, blickt zurück, in dem Fall nicht so, sondern so, blickt zurück und seht da ein, hier ist Bahn Spawn. Das machen wir jetzt mal. Und zwar setzen wir zurück mit unserem Bus. Ja, Fernbus, Gladbeck treffen. Mir ist jetzt keine bessere Zielanzeige eingefallen, die ich für euch zeigen kann. Und der Bus fährt irgendwie nicht schneller zurück. Ich weiß nicht warum. Aber wir fahren einfach mal. Das Brummen im Hintergrund. Nicht so viel beachten. Mein Force Feedback ist das. So. Stoppen. Und jetzt kommt das Spinnende. Witzig. Wir machen unseren Bus weg. Dann sind wir hier aber immer noch. So. Und jetzt machen wir das ganz einfach. Wir lassen jetzt unseren Bus spawnen, unsere Bahn spawnen, indem wir hier auf diesen, was ist das, Bus mit Sternchen klicken. Jetzt seht ihr wahrscheinlich irgendwie alles, aber nur nicht das, was ich euch zeigen möchte. Und dann gehen wir hier auf Hersteller, Straßenbahn, Typ Ulf, Typ A. Gibt es auch nur. Aussehen, Borgestra müssen wir wählen und Betriebshof Gladbeck und gehen auf OK. Und dann wählen wir auch Betriebshof Gladbeck aus. Schwupps, spawnen wir. Und wie hätte ich es gedacht, nicht anders in der falschen Richtung. Aber das interessiert uns nicht, denn wie ihr auf der richtigen Straßenseite kommt, sage ich euch ganz einfach. Mit der Shift-Taste und Z aktiviert ihr einmal oben die schwarze rote Schrift, da die Innenanzeige nicht wirklich funktioniert. Was uns aber auch nicht weiterhin stören soll, weil wir interessieren uns ja nicht für irgendwelche Sachen, wenn wir das Spannende in unserem ganzen Leben haben, und zwar wir können eine Straßenbahn fahren. Hier hinter befindet sich ein Wendekreis, den wir fahren können, und mit der, ich glaube, Einstellung war das Kopfbewegung. Ich gucke mal eben kurz, und zwar muss ich einmal dafür auf Escape gehen, auf Optionen, ja, und Kopfbewegung des Fahrers ausschalten. Und dann auf OK, zurück zum Spiel. Müsste es eigentlich in den Kurven funktionieren, ohne dass ihr, wie ihr gerade eben gesehen habt, dass ihr einmal kurz nach links und nach rechts guckt. Ihr könnt dann hier einfach geradeaus ein Stück weiterfahren. Euch dürfte eigentlich kein irgendwie derartige Linie entgegenkommen, beziehungsweise Straßenbahn. Und dann bremsen wir auch schon ab, denn wir müssen hier vorne eine Weiche stellen. Und wie wir das machen, erkläre ich euch hier auch nochmal ganz kurz. Hier gedrückt die F4-Taste. Seht eine hübsche Straßenbahn. hat sich gerade vor Schule angehört, aber ist ja nicht so schlimm. Zoomt ein bisschen zurück, und zwar geht das auch nur im F4-Modus. Und schwupps, klickt ihr einmal auf die Zunge. Jetzt habt ihr gesehen, die hat sich umgestellt. Und wenn wir jetzt wieder in F1 gehen und ein bisschen Gas geben. Ein bisschen mehr Gas geben. Können wir hier rüber spawnen? Wir haben jetzt mal den Blinker gesetzt. Und schwupps, fahren wir auch schon rüber. Bitte haltet euch an die STVO. Ja, wir kriegen auch grün. Aber wir wollen gar nicht weiterfahren. Denn ich verabschiede mich hiervon schon mal.
Und was ihr noch mehr sehen wollt, die 302 bin ich ja jetzt schon mal gefahren. Ich fahre sie nochmal für euch, aber seid gespannt, wie es genau aussehen wird. Bis dahin, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unter die Arme greifen. Danke fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen hoch, das freut mich, dass es euch gefallen hat. Tschüss, euer Mega The Gaming. Spielt mit mir und lasst für euch spielen.